Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser wöchentlichen Serie, in der ich mir immer zwei Lebensmittel anschaue. Ein Lebensmittel, was absolutes Basic ist für jede ketogene Ernährung und ein Lebensmittel, nachdem ihr mich gefragt habt, was ich mir einmal anschauen soll, um zu entscheiden, ob es vielleicht wirklich Keto ist oder ob es vielleicht die Gefahr birgt, euch sogar aus der ketogenen Ernährung rauszuwerfen. Also, lasst uns loslegen. Dann schauen wir doch mal, was die meisten von euch gerne mal untersucht haben wollten. Ein High-Protein-Joghurt-Erzeugnis. Diese High-Protein-Produkte sind im Augenblick total in. Fast jeder Supermarkt hat seine eigenen oder es gibt auch von den großen Herstellern natürlich mittlerweile Produkte, die genau in diese Nische gehen, weil immer mehr Leute gerne Low-Carb und High-Protein leben wollen. Das ist genau der gegenteilige Trend zu den Light-Produkten, die es noch bis vor ein paar Jahren gab, als jeder noch versucht hat, irgendwie Fett einzusparen. Jetzt haben wir das Ganze mit High-Protein und gleichzeitig auch mit Low-Carb. Dann schauen wir uns dieses Produkt doch mal genauer an. Was ihr wahrscheinlich schon aus meinem bisherigen Content kennt, ist, dass man die meisten Dinge über ein Produkt aus dem sogenannten FOP, also im Front of Package, erfahren kann. Das ist das, was 57% aller Menschen sich anschauen und darüber entscheiden, ob sie ein Produkt kaufen wollen oder nicht. Das bedeutet, sie schauen sich die Vorderseite an, ohne hinten drauf zu schauen. Also weder Kalorien noch Inhaltsangaben noch sonst irgendwas sind interessant, sondern selbst wenn Menschen ein Produkt zum ersten Mal sehen, entscheiden über 50% nur von der Frontseite, ob sie das Produkt haben wollen oder nicht. Das weiß natürlich nicht nur ich und jetzt auch ihr, sondern das ist natürlich auch der Industrie nicht verborgen geblieben. Und dementsprechend wird natürlich so ein Front hier designt. Schauen wir uns doch mal diese Front genauer an und gucken, worauf es hier ankommt. Was wir hier in dem Produkt ganz klar sehen, sind die Dinge, die am größten sind. Das ist natürlich einmal das High-Protein. Das bedeutet für die Menschen, die zum Beispiel nicht so viel Fleisch essen können, wollen oder die schnell was zwischendurch essen wollen, mit viel Protein, was ja gerade immer mehr Menschen wollen, haben hier natürlich eine Möglichkeit zuzugreifen. Das heißt, das High-Protein ist sehr groß und die Menge, die 20 Gramm Protein, werden hier auch ganz, ganz fett gedruckt. Weiter geht es allerdings damit, was man hier an der Seite sieht, einmal das Fettarme und ohne Zuckerzusatz. Fettarm bedeutet für die meisten Menschen auch gleichzeitig wenig Kalorien. Das bedeutet, viele Menschen gehen davon aus, es hat viel Protein, aber wenig Kalorien. Direkt darunter steht ohne Zuckerzusatz. Die beiden Sternchen werden die meisten Menschen mal weglassen, weil das ist hier unten nur noch mal ganz, ganz klein beschrieben. Ohne Zuckerzusatz bedeutet für die meisten Menschen auch, da ist kein Zucker drin. Dass das ein Trugschluss ist, das werden wir noch später im Video sehen. Was steht hier noch drauf? Eiweißbombe. Eiweißbombe ist ein sogenannter emotionaler Catcher. Das bedeutet, Eiweißbombe ist viel, das ist richtig viel Protein. Also das hier ist wirklich etwas, wenn ihr das esst, dann braucht ihr die nächsten 47 Monate wahrscheinlich kein Protein mehr zu euch nehmen, weil das ist eine richtige Bombe. Dann haben wir hier noch den Nutri-Score A drauf. Also im Prinzip ist dieses Design absolut ansprechend. Es enthält alles, was man gerne haben möchte, wenn man sich Low-Carb ernährt, wenn man sich High-Protein ernährt. Und gerade hier vom Kanal weiß ich auch, dass viele Probleme haben, genug Eiweiß in den Körper zu bekommen. Und ich weiß, dass viele Menschen diese Produkte hier kaufen, wenn sie sich ketogen ernähren, um ihren Protein aufzumöbeln. Ganz kurz an dieser Stelle, wenn dir der Vergleich dieser Lebensmittel gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Das würde unserem Kanal unheimlich weiterhelfen. Vielen Dank. Kommen wir aber zurück zu unserem High-Protein-Joghurt-Erzeugnis. Alleine schon das Wort Joghurt-Erzeugnis ist sehr gruselig, finde ich. Aber gut, jetzt gehören wir mal zu den paar Prozent, die so ausgeflippt sind und sich die Rückseite anschauen. Und zwar die Nährwerttabelle. Und zwar haben wir hier 76 Kilokalorien auf 100 Gramm. Das ist in Ordnung, das ist wirklich nicht sehr viel. Das liegt unter anderem daran, dass, wie auf der Vorderseite steht, nur 0,3 Gramm Fett auf 100 sind, also absolut okay, wenn man Low-Fat leben will, was wir natürlich in der ketogenen Ernährung eigentlich nicht haben, aber hiermit hole ich halt auch die Leute ab, die gerne Low-Fat leben wollen. Der nächste Wert, der natürlich interessant ist, sind die Kohlenhydrate, weil das ist entscheidend in einer ketogenen oder auch in einer Low-Carb-Ernährung. Und da haben wir sage und schreibe 6,7 Gramm Kohlenhydrate, wovon alleine 5,6 Gramm purer Zucker sind. Das ist Milchzucker, das ist kein Additional Zucker, also kein zugeführter Zucker, aber es sind 5,6 Gramm. Davon sind nur 0,1 Gramm Ballaststoffe. Das heißt, wir müssen hier ausgehen, dass 6,6 Gramm reine Kohlenhydrate auf 100 in diesem Pöttchen sind. Das heißt, wenn wir versuchen, um die 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu bleiben, um optimalerweise in der Ketose zu sein, könnten wir anderthalb von diesem Pöttchen essen. Und dann haben wir unsere täglichen Kohlenhydrate verbraucht. Der zweite Wert, der natürlich interessant ist, sind die 10 Gramm Eiweiß, die natürlich eine wirkliche Bombe sind. Aber sind diese 10 Gramm wirklich so gut? Ich nehme mal vom selben Discounter ein Bio-Skyr. Das heißt, das ist ein Bioprodukt, das ist kein Bioprodukt. Das ist künstlich, das ist nicht künstlich.
Beginnen wir mal mit dem Inhalt. Also, wir hatten gesagt, hier haben wir 6,6 Gramm Kohlenhydrate drin. In diesem Skier haben wir 3,5 Gramm. Das heißt, ungefähr die Hälfte. Also 1 zu 0 für den Skier. Dann haben wir natürlich die Eiweißbombe. Die Eiweißbombe ist einfach unschlagbar. Da kann der blöde Skier nicht mithalten, weil wir haben hier 10 Gramm, also 10% Eiweiß drin. Hier sind 11 drin, also 11 Gramm auf 100. 2 zu 0 für den Skier. Das heißt, wir haben nur noch zwei Möglichkeiten, die Sachen miteinander zu vergleichen. Und zwar der Preis, weil der Skier ist teurer. Der Skier kostet nämlich 16 Cent mehr auf der ganzen Packung. Wir haben hier allerdings 200 Gramm und hier das doppelte 400 Gramm. Das heißt, hierfür zahlen wir 1,15 Euro und hierfür zahlen wir 99 Cent. Ja, für die Hälfte. Also deutlich teurer. Der nächste Punkt für den Skier. Dann kann nur noch eins bleiben, und zwar die Natürlichkeit der Inhaltsstoffe. Wir haben hier ganze 9 Inhaltsstoffe. Wobei einige Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Aroma oder Milcheiweißerzeugnis, nicht genauer deklariert sind. Hier haben wir ganze 2 Inhaltsstoffe. Und zwar Milch und Milchsäurekulturen. Das war's. Das heißt, wenn ihr etwas essen wollt, weil beides ist nicht Keto, auch hier sind natürlich zu viele Kohlenhydrate drin, aber nur die Hälfte von denen. Dafür kostet es aber auch nur die Hälfte von dem. Also, wenn ihr etwas in der Richtung essen wollt, dann macht das. Und wenn ihr Geschmack rein haben wollt, dann macht euch Erythrit rein, macht euch Allulose rein, vielleicht ein paar Beeren rein und ihr habt etwas, was viel gesünder ist, was euch vielleicht sogar noch beim Blutzucker hilft und wo kein Joghurterzeugnis drin ist. Also kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zu einem absoluten Basic in jeder ketogenen Ernährung. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Eiweiß zu euch zu nehmen. Und zwar zu dem Hühnerei. Es gibt nichts auf der Welt, was ein besseres Eiweißprofil hat als ein Hühnerei. Nicht nur, dass wenn ihr zum Beispiel nach dem Sport, wo viele sich ein Whey-Protein reinhauen, ihr das einfach mit einem Ei austauschen könnt, weil es auch sehr schnell verfügbar ist, sondern es gibt auch kaum was, was so wandelbar ist. Das heißt, ihr könnt es euch als Rührei machen, ihr könnt es als Spiegelei machen, ihr könnt es in einen Auflauf machen oder so, wie ich das persönlich gerade am liebsten esse. Wie du siehst, es ist total einfach, sich gesund und lecker ketogen zu ernähren. Falls du dir unsicher bist und Angst hast, in eine Falle reinzutreten, dann kannst du gerne über die Webseite ein Gespräch mit mir buchen und wir können sehen, ob wir zusammen den Weg beschreiten, um dich da durchzubringen, damit du auf keinen Fall in eine dieser Fallen trittst. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir das Video angeschaut hast. Falls du Interesse hast an irgendeinem bestimmten Lebensmittel, was ich gerne testen soll, schreib das hier drunter. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über ein Like freuen und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Mach's gut!